Den Parmesan wird nicht rumgeklettert. Lilly, das ist sehr ungezogen von dir. Wer hat dir das beigebracht? Okay, wer hat ihr das beigebracht? Ich nicht. Was war das? Es ist mitten in der Nacht verflixt. Lilly, wie bist du nur aus dem Bett gekommen? Essen! Nein, jetzt wird nichts gegessen. Jetzt ist Zeit für... Essen! Jetzt! Was ist denn bloß mit ihr los? Sie war doch sonst immer die Brave. Das haben wir gehört. Das war nicht cool. Ja, echt jetzt? Entschuldigung, Kinder. Hab euch lieb. Nein, du brauchst ganz dringend Schlaf, Lilly, und du musst morgen zur Schule. Moment mal, Schule. Vielleicht hat sie das schlechte Benehmen ja daher. Das könnte gut möglich sein. Vielleicht hat sie ja eine Freundin, die sich so benimmt. Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Oh, fasziniert. Okay, wir werden morgen in die Schule gehen und rausfinden, wer unseren kleinen Engel so verdirbt. Das wird nichts. Oh, wenn sie uns sieht, wird sie Verdacht schöpfen. Ah, wir müssen uns was einfallen lassen. Wow, guter Fang, Schatz. Freust du dich auf die Vorschule, Schatz? Ja, und wie? Sagte ich schon, dass es dein Trampolin gibt? Ja, Schätzchen, 3 oder 4 Mal. Aber denk dran, du gehst dorthin, um ein Auge auf Lilly zu werfen. Wir müssen herausfinden, wer sie ermutigt, so ungezogen zu sein. Kein Problem, Mom. Hier ist dein Mittagessen, Nanny. LJ, hier ist noch mehr Parmesan für dich. Lilly Jackson, stellt sofort den Saft weg. Jackson ist auch ungezogen? Ach, ein Zimmer reicht einfach nicht für die vielen Puppen. Lilly Alice, dafür ist das Klebeband nicht gedacht. Alice ist auch ungezogen? Das ist ja nicht zu fassen. Es ist schlimmer als gedacht. Audrey, Jackson, Alice, Flynn, Max, Tilly, süßer Name. Joey, Monty, Sally. Jedes Kind in der Klasse ist ein schlechter Einfluss. Hi, Lilly. Wir haben dir einen neuen Freund mitgebracht. Oh. Hallo, Miss Lilly. Mein Name ist Aiden. Und dein Lieblingsessen? Parmesan-Sandwiches. Das wäre alles, Cliff. Unsere Küchenhilfe. Aiden ist ein ganz braver Junge, also, naja, mach ihm einfach alles nach. Milady, willst du Buchstabenklötze spielen? Lilly, was ist passiert? Mir ist schwindelig und kalt. Miss Lilly ist ein sehr böses Mädchen. Ich habe Spaß! Tut uns leid. Viel Spaß mit dem Entschuldigungsparmesan. Und sie rollen ihn zurück. Und er nimmt Fahrt auf. Lilly, es ist genug Käse für alle da. Sei ein Gaudermädchen. Jetzt mach hier doch keinen Käse. Was ist nur mit dir los, Lilly? Lynn, ich weiß, woran es liegt. Es ist der Käse. Zu viel Käse kann, naja, zu Verstopfungen führen. Ah, natürlich. Und dann wird man gern mal, naja, übellaunig. Jetzt gibt es nur noch eines zu tun. Diese ballaststoffreichen Muffins sollten es richten. Mit Schokostückchen. Bin ja kein Monster. Geht's dir jetzt besser, Schatz? Viel besser.
Wisst ihr auch, was das heißt? Er kann uns zu Untoten machen. Kreisch! Unser lang gehegter Traum! Ein Biss von ihm und wir müssen nie wieder auf eine neue Staffel Vampire von Melancholien warten, denn wir erleben sie selbst. Wir könnten wie Edwin sein. Für immer. Badadada, das ist für dich. Und das für dich. Und das ist für euch. Und ein frischer Blutshake für Gräfin Lucilla. Knoblauchbrot, Lucy? Ach ja, du magst ja keinen Knoblauch. Bitte recht freundlich. Ups, richtig. Lucy taucht auf Fotos ja nicht auf. Los, kommt schon. Boris will das ewige Leben und grenzenlose Macht dazu. Aber wir können nicht einfach hingehen und ihn darum bitten. Lucy hat recht. So läuft das in der Serie schließlich auch nicht. Das ist viel zu aufdringlich. Wir müssen uns auf coole Weise bemerkbar machen. Lasst uns morgen wiederkommen, dann kann er sich eingewöhnen. Was machen denn die Autos hier? Wir hatten recht. Sie wurden alle in Vampire verwandelt. Keuch, Mrs. Bernardo? Mrs. Bernardo? Ihnen wurde soeben das ewige Leben geschenkt, nicht wahr? Eins ist mal sicher, er hat keinen Geschmack. Wer will schon eine Armee aus Untoten, die so langweilig sind? Halt, Morpheus, das ist es. Er denkt, wir sind schon längst Vampire. Seht uns doch an. Jetzt bleibt nur noch eins. Wir müssen normal werden. Okay, Leute. Jetzt wird auf Normalo gemacht. Und zwar so gut, wie es geht. Limonade. Frische Limonade. Hä? Oh, zwei Kinder gefüllt mit Blut, die zu einem günstigen Preis Limonade verkaufen. Verflixt. Es hat nicht funktioniert. Hier, liebe Freunde, es gibt was Leckeres vom Grill. Mmh. Ich habe auch Kartoffelsalat und Krautsalat. Mmh, Boris liebt ein gutes Barbecue über alles. Also härtere Bandagen. Auf geht's. Wasserbombenschlacht. Wasserselfie. Kicher, Kicher. Wir normalen Kinder spielen gern mit Wasser. Jetzt reicht's. Wir haben alles gegeben. Ich habe sogar Kürbislimo getrunken. Aber er will uns immer noch nicht. Was zur Unterwelt müssen wir tun, um Vampire zu werden? Vielleicht sollten wir einfach aufgeben. Unser Traum ist gestorben. Nein, wir haben es verdient, Vampire zu werden. Bei Vampire von Melancholien läuft das zwar anders, aber ich sage, wir zwingen ihn einfach. Na gut, dann können wir diese lächerlichen Klamotten ausziehen. Na, ein Glück. Hört euch all diese Menschen an. Er verwandelt sie gerade in Vampire. Jetzt sind wir dann zukünftige Vampire. Auf geht's! Da ist er. Beiß uns! Verwandle uns in Vampire! Ja, bitte! Cut! Lasst bitte meinen Casting Director los! Aber das ist doch ein Vampir. Okay, ich weiß, ich bin blass und arbeite für Vampire von Melancholien. Aber das geht jetzt zu weit. Moment mal, Sie drehen hier Vampire von Melancholien? Ja, und ihr verderbt mir hier meinen Durchbruch. Verwirrter Vampir Nummer 7 ist die Rolle meines Lebens. Mrs. Bernardo, wieso haben Sie uns das nicht schon gestern verraten? Eine gute Schauspielerin bleibt immer in ihrer Rolle. Na schön, das reicht jetzt. Es wird Zeit, dass ihr Kinder verschwindet. Ihr seid im Bild. Seufz. Wartet! Hä? Diese Kinder sind die düstersten und gruseligsten Figuren, die ich je gesehen habe. Wie angereizt. Selbst der Opa ist gruselig. Boris ist erst 9, aber ich fühle mich sehr geschmeichelt. Die wären was für die erste Folge. Echte Gruftis und keine Normalos aus der Mall. Von der Sterblichkeit befreit, meine Geschöpfe der Nacht. Auf, nutzt die Macht, die euch das Vampir-Dasein schenkt. Lakaien, habt ihr alles weg? Hinter euch gelassen? Ja, unser Leben ist ausgelöscht. Jo. Und das Beste ist, ihr müsst nie wieder zu Bett gehen. Danke, dass ihr uns vorm Aussterben bewahrt. Es war uns ein Unvergnügen.
Stella sagt, er wäre ein böses Häschen. Es gibt aber keine bösen Häschen. Nur missverstanden. Ah! Jessie, komm zurück! Hey? Haltet dieses Ding von meinen preisgekrönten Petunien fern, laut! Ich versuch's ja! Tut mir leid, Mr. Grouse. Tut mir leid, bringt mir meine Petunien auch nicht wieder zurück. So, das probieren wir noch mal, aber an der Leine. Los, gehen wir. Dann mit Futtermotivation. Jessie, das hier ist grüner Salat. Du musst jetzt nur still sitzen und du kannst ihn haben. Oh, hey, da ist Lola. Lana, was hast du denn? Sieh doch. Oh nein, du hast dein Häschen verloren. Nimm meinen Wagen für die Suche. Danke, Lola. Echt voll nett. Aber dass du mir ja nicht auf den Fahrersitz furzt. Oh nein, Leute. Seht mal. Flip, haben Sie hier vielleicht ein irres Häschen gesehen? Na, was glaubst du denn wohl? Ich sitze hier oben sicher nicht, um eine Nacho-Käse-Maschine zu inspizieren. Ah! Rufen Sie mich nachher an. Ich räume wieder auf. Das Tier, wo ist es hin? Das Häschen, wo ist es hin? Okay, wo lang? Na, Schätzchen, wie läuft es mit dem Häschentraining? Ganz furchtbar. Jessie ist entwischt. Kannst du mich zu Stella fahren? Dann überbringe ich ihr die Katastrophenmeldung. Oh, natürlich. Und hey, lass uns doch unterwegs ein paar Zettel anbringen und danach kaufe ich dir ein schönes Eis. Bist du wieder in die Autowaschanlage geraten? Viel schlimmer. Wir mussten bei Rhine & Gas früher schließen. Da ist ein wildes Häschen amok gelaufen. Das war wie Ostern, aber als Albtraum. Jessie! Nichts wie los. Danke fürs Fahren, Mom. Hops, du kommst mit. Die anderen bleiben zu ihrer Sicherheit alle hier. Wer möchte ein Eis haben? Da! Da ist Jessie! Erwischt. Hey, ich verlange, dass Sie das Häschen freilassen. Es heißt Jessie und ist in meiner Obhut. Was? Ja, aber das ist Snazzy und er ist kürzlich aus meiner Zoohandlung entwischt. Aber er sieht genauso aus wie Jessie. Als wären sie irgendwie verwandt oder so. Einen Moment, hat dieses Häschen vielleicht Geschwister? Ja, eines. Aber das habe ich vor ein paar Tagen an so ein Mädchen verkauft. Hops, ich weiß, was da los ist. Snazzy ist Jessies Zwilling. Sir, ich möchte Ihnen Snazzy abkaufen. Jetzt ist alles klar. Darum waren beide Häschen so böse. Ihnen fehlt der Zwilling. Wie Lola und ich. Stimmt, natürlich. Sie kann echt furchtbar sein. Aber ich liebe sie trotzdem und ich brauche sie. Und wenn Snazzy dieselbe Zwillingspower hat wie Lola und ich, wird der Jessie ganz einfach durch den Geruch finden. So wie ich. Lola lässt sich die Nägel in Susies Salon machen. Was macht Lana denn in der Mall? So, du bist dran, Snazzy. Er schnüffelt Jessie. Jessie, na endlich! Kommt mit, dann bringen wir euch beide jetzt mal zu Stella. Unseren Glückwunsch an Liam Honeycutt. Seine Kuh Daisy hat heute einen Jungen bekommen. Die stolze Mama sagte dazu: Und jetzt zu Clyde McBrides Clydes Kulturkiste. Danke, Lincoln. Girl Jordan will heute den Rekord für die meisten Ausleihen brechen. Sie ist bei 47. Und es heißt, keins davon hat Bilder. Oh, wie ich höre, wurde der Schüler, der gestern in der Schuldisco eine Stinkbombe geworfen haben soll, ins Büro der Rektoren bestellt. Ich gebe ab an Stella Sau. Ganz recht, Lincoln. Der Schüler wird genau in diesem Moment befragt. Und ich werde versuchen, ihm ein Statement zu entlocken. Rusty?
unschuldig, ich schwör's. Hat sie auch gesagt, wieso du verdächtigt wirst? Sie wollte nicht sagen, wer, aber angeblich hat jemand gesehen, wie ich die Stinkbombe geworfen habe. Und jetzt bin ich für eine Woche suspendiert. Uah, es ist so schrecklich, wenn ich eins meiner Spätzchen aus der Schule eskortieren muss. Danke, dass du die Disco ruiniert hast. Echt toll, du Clown. Disco-Zerstörer! Das ist ein Justizskandal. Wir müssen Rusty helfen. Hey, wisst ihr, was das heißt? Ja, dass er die Kaution für den Anzug vergessen kann. Nein, das heißt, zwei Verdächtige sind raus. Wir wissen jetzt, wer der Täter ist. Gesteh, Jordan, du Schlange. Du hast dir einen weißen Anzug geliehen, um die Stinkbombe zu werfen und es Rusty anzuhängen. Was redet ihr denn da nur? Ich hab mir keinen Anzug geliehen. Andrew und ich sind in Katzenkostüm gegangen. Oh. Dann hat Rustys Dad falsche Namen notiert. Vielleicht ein anderer Name mit J. James, Jason, Jackson. Oder vielleicht war es gar kein Name mit J. Das heißt, es könnte sonst wer gewesen sein. Ich sag's nicht gern. Wir haben versagt. Tut mir leid, dass wir dir nicht helfen konnten, Rusty. Aber danke für den Versuch. Dann bleibe ich für den Rest der Mittelstufe eben einfach so. Hoffentlich gewöhne ich mich an die Absätze. Drei, zwei, eins. Unsere Top-Story heute. Wie es aussieht, ist Liams Kuhjunge tatsächlich ein Mädchen. Nach dem Fehler gefragt, sagte Liams Mimo bloß. Entschuldigt, Leute, ist schwer zu unterscheiden. Hört mal, ich weiß, wer der Täter ist. Rektorin Ramirez, kommen Sie sofort zu den Schränken. News-Team, los, mir nach! Was ist denn los? Wir hatten den Lux gerade eingekreist. Ruhe, bitte. Ich frag grad Vokabeln ab. Hey, was ist denn los? Ich weiß jetzt, wer die Stinkbombe geworfen hat. Girl, John! Natürlich, es gibt ja zwei Jordans. Ach, das ist doch absurd. Ich war es nicht. Ach nein, dann mach mal deinen Schrank auf. Na schön. Ich bin genauso geschockt wie ihr. Wer hat das da reingetan? Das solltet ihr lieber mal untersuchen. Okay, ich war's. Ich hab ihm die Sache angehängt. Aber wieso, Girl Jordan? Wieso tust du dem Rustman das an? Na, weil ich sauer auf dich war. Rusty und ich waren Partner im Hauswirtschaftsunterricht und wir sollten eine Biskuittorte backen. Sie war perfekt gelungen, doch dann... Habt ihr schon die neuesten Rustman-Moves gesehen? Oh nein! Das war meine allererste 5. Und das schrie einfach nach Rache. Also lieh ich mir einen weißen Anzug, wie Rusty ihn zu jeder Disco trägt, besorgte mir eine Clowns-Perücke und eignete mir sogar seine Stimme an. Und die so? Drei Burger auf einmal schaffst du nie, Mann! Mann! Da wusste ich, dass ich soweit war. Tut mir wirklich leid. Ich hab's echt übertrieben. Und mir tut das mit der Torte leid. Sie können mich vom Unterricht suspendieren, Rektorin Ramirez. Och, müssen Sie sie wirklich suspendieren? Können wir nicht sagen, wir sind quitt? Okay, aber dann musst du mir bitte einen Gefallen tun, Rusty, und weiter unterrichten. Es gibt so wenig gute Lehrer heutzutage. Gut, bin dabei. Da ist der Türschlüssel, aber wie kommen wir da ran? Ich könnte ihn ablenken mit meinen irren Tanzmoves. Yeah! Rusty, das ist die Idee. Wir kriegen diesen Schlüssel. Hey, Mr. Ballhoffner, können Sie vielleicht auch tanzen? Ich kenne ein paar Schritte von den irischen Stepptänzern, mit denen ich in der Sahara festsaß. Wieso? Bald ist ein Tanztee und der arme Rusty hier kann nicht tanzen. Bringen Sie es ihm bei? Warum nicht? Was soll ich sonst tun? Okay, und ich führe. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, ist der Plan klar? Hallo, Mr. Ballhoffner, tolles Feuer. Wissen Sie, ich habe da ein neues Hobby. Keller. Mann, wie ich diese altmodischen Keller liebe. Seltsam. Ja, schon. In Royal Woods ist nicht viel los. Und dürfte ich vielleicht diesen Keller sehen? Tu dir keinen Zwang an. Wie wär's mit einer privaten Führung? Ach. Ah! Ah! Ah, abgebrochen! Wir müssen die Tür aufbrechen.
jetzt sind wir geliefert. Ich, Lincoln Oliver Laut, überlasse meinen Schwestern die Ace-Heavy-Comics. Und du darfst sie nicht irgendwo verscherbeln, Lola. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht, mich in den Keller zu sperren und in den Wald zu laufen? Das war brandgefährlich. Naja, das ist, weil wir dachten... Weil wir dachten, sie machen aus uns Menschen Fleisch. Ach, das hätte ich wissen sollen. Das ist nur wegen der dummen Lügen, die die Leute über mich erzählen. Kommt mit, wir gehen lieber rein. Sobald sich der Sturm legt, bringe ich euch nach Hause. Eigentlich müsste da noch ein Reserverad im Schuppen sein. Ich warte dann da draußen, also keine Angst vor Knochenhoffner. Ach, verrückt. Ich kann zwar mit einem wilden Bären kämpfen, aber diese bösen Gerüchte gehen mir echt nahe. Ich hab echt ein schlechtes Gewissen. Ich auch. Mr. Bohlhoffner ist eigentlich total cool. Ich wette, wenn alle in der Schule wüssten, wie er wirklich ist, wäre Schluss mit den Gerüchten. Allerdings, ich wünschte, wir könnten das wieder gerade biegen. Rusty, das ist die Idee. Gut, dann tanze ich wieder mit ihm. Nicht doch. Da, Mr. Bohlhoffner ist kein Sträfling oder Gangster oder Kannibale. Wer ihn näher kennt, weiß, dass er echt cool ist. Voll mutig und loyal. Oh, wie auf Stichwort. Da ist er ja, der Bärenringer. Mr. Coolhoffner. Ja! Ja! Na, alle ab in den Unterricht oder nachsitzen. Hey! Danke. Coolhoffner. Ich hab die Ausrüstung abgedatet. Ich erklär's euch mal. Ups, war wohl ein bisschen voreilig. Okay. Ihr habt Bifokalkameras, In-Ear-Funkgeräte, Raketengewisse und, das ist mein Liebling, eine Booster-G-Hilfe. Alles über eure Uhren anzusteuern, natürlich. Wow! Und ihr braucht eine Tarnung. Und jetzt zieht los und klärt diesen Fall auf. Okay, da wären wir. Also was würde David Steele tun? Die Überwachungskameras checken. Wie sollen wir an ihr vorbeikommen? Überlass das mir. Hallo, Sie junger Mensch. Hätten Sie vielleicht Lust auf einen Lutschbonbon? Süßes von einem Fremden. Da greife ich doch zu. Wow, Lisas Kamille-Lutschbonbons wirken aber richtig gut. Hoffentlich ist Ihre Nase nicht platt. Nein, die Kameras sind deaktiviert. Der Täter ist uns voran. Was war das? Simon! Wir holen ihn Eis. Kleid, da! Da fummelt jemand am Wasserstand rum. Deshalb ist der Pool leer. Hey, Sie! Bleiben Sie stehen! Er flüchtet! Halt! Sie sind erledigt, Sir. Wir wissen, dass Sie hier Sabotage be... Nana Gale? Wer seid ihr zwei denn? Wir sind's, Lincoln und Clyde. Nana Gale, seit wann bist du denn kriminell? Oh, Clyde, ich bin nicht der Täter. Ich habe nur undercover versucht, ihn zu finden. Ich will hier nämlich auf gar keinen Fall wegziehen. Mir gefällt es hier sehr gut. Oh, irre Wendung. Und? Machen Sie bei uns mit? Wir könnten uns doch gut gegenseitig ergänzen. Bin dabei. Also, was wisst ihr? Gar nichts. Und Sie? Ich weiß auch nichts. Oh, na, das ist ja enttäuschend. Aber ich wollte gerade die Wasserstandskontrolle überprüfen. Oh ja, vielleicht finden wir ja was. Ich kann nichts sehen. Vielleicht hat Lisas Ohr ja ein Licht. Oh oh, ich glaube, wir haben aus Versehen die Booster-Gehhilfe aktiviert. Das geht wohl auf uns. Seltsam, ich klinge wie ein Elf. Ich auch. Als würden wir Helium atmen. Wow, wir atmen wirklich Helium ein. Die Maschine scheint es aus den Wänden rauszusaugen. Und was sollen die Ballons? Ich weiß, wer der Täter ist. Kommen Sie raus, weg! Ihr habt's also rausgefunden. Der Mann mit dem Ballonladen wollte Zugriff auf das riesige Heliumvorkommen, das unter dem Seniorenheim liegt. Fast wären Sie damit durchgekommen. Sie haben sogar falsche Fußspuren gelegt. Ihr seid ja richtige David Steele-Verschnitte. Aber ich habe einen Fluchtplan. Ihr haltet mich nicht auf. Ja. Mir nach, Clyde!
Vic hat das Seniorenheim sabotiert. Er wollte, dass alle ausziehen. Kommt mit, Leute. Da drüben. Er versucht zu entkommen. Macht's gut, ihr Loser! So läuft das nicht! Ich hab dich, Linke! Pass auf, Kleid! Hey, lasst mich los! Lass die Ballons platzen! Linke, in das Raketengebiss in der Ruhe! Damit wäre der Fall dann wohl abgeschlossen! Bleibt nur noch eine Frage. Was sollen wir mit Vic tun? Als Seniorenvorstand sage ich, er repariert alles. Na los, auf geht's in den Baumarkt. Sie zahlen! Ich stehe hier mit dem Genie Lisa Laut, die in ihrem Garten einen Dinosaurierknochen gefunden hat. Was sagst du zu dieser neuen Spezies, die ich schon jetzt Laudosaurier nennen will? Die Sache ist die, ich... Dr. Laut hat im Moment nichts zu sagen. Hättest du nicht Lust, deine eigene Sendung zu haben? Meine eigene Sendung? Das wäre doch großartig. Eine Fünfjährige, die im Garten einen Dinosaurierknochen findet. Das ist faszinierend. Okay, ich muss da was klarstellen. Die Sendung würde überall laufen. Ja, ich verstehe schon, aber ich muss da... Du könntest Kinder auf der ganzen Welt für die Wissenschaft begeistern. Für die Wissenschaft begeistern, sagen Sie? Könnte ich mich kurz mit meinem Assistenten beraten? Todd. Meine irrtümliche Entdeckung scheint einige ungeahnte Vorteile nach sich zu ziehen. Wenn du kein Problem damit hast, dass du dann eine Lügnerin bist. Gut. Über Wissenschaft zu lügen ist sicher nicht gut, um Kinder dafür zu begeistern. Aber in diesem Fall, da heiligt der Zweck die Mittel. Dr. Laut, wie lautet die Entscheidung? Ich bin dabei, Doc. Fakten zählen mit Lisa Laut. Oh, cool. Wissenschaft! Irgendwo hier müssten die doch rumliegen. Was für ein Glück, dass die Hintertür nicht abgeschlossen war. Da, der Tyrannosaurus-Theropode, auch genannt T-Rex. Wie sieht die Klebestelle aus? Ich habe Vaters Béchamelsoße als Klebemittel benutzt. Der T-Rex hat über 200 Knochen. Da fällt mein falscher Knochen ganz sicher nicht auf. Also, beam mich rauf, Toddy. Abbruch, Abbruch. Ja. Na, verflixt! Ich nehme jetzt den hier. Live auf Sendung in 3, 2, 1. Willkommen bei Fakten zählen mit eurer allerliebsten Wissenschaftlerin Lisa Laut. Und heute sind wir im Royal Woods Museum und dazu begrüße ich unseren Gast Dr. Alvarez. Danke für deinen Besuch, Lisa. Wie ich höre, hast du etwas Besonderes mitgebracht? Ja, in der Tat. Diesen Dinosaurierknochen habe ich in unserem Garten gefunden. Und jetzt werden wir mit der Datierungsmaschine herausfinden, aus welchem Zeitalter er stammt. Die Struktur sieht gut aus, die Form ist gut. Oh, und die Farbe auch. Dieser Knochen hat Museumsqualität. Leg ihn in die Maschine. Oh, und er stammt eindeutig aus dem Mesozoikum. Ja! Wir sollten Schluss machen. Gott, spiel die Abspannmusik! Wozu die Eile, Dr. Laut? Wir haben noch 20 Minuten Sendezeit. Ja. Ja. Was habe ich getan, Todd? In meiner Lüge liegt Dr. Alvarez unter 2 Tonnen Knochenmasse. Lügen? Dr. Alvarez, Sie leben. Lisa, was für Lügen? Naja,
Mein Dinosaurierknochen war nicht ganz echt. Es war eine Mischung aus Vogelknochen, die mit einer Käsesoße zusammengehalten wurden. Ich habe ihn mit einem T-Rex-Knochen vertauscht. Deshalb ist er eingestürzt. Lisa, wie konntest du nur? Ich habe mir eingeredet, dass Kinder sich so für Wissenschaft interessieren würden, und zwar wegen mir. Aber Wissenschaft ist ehrlich und ich war es nun mal nicht. Es tut mir leid. Lisa, warte. Vielleicht lässt sich dein Wissen ja doch irgendwie nutzen. Du bist eindeutig gut darin, Kinder zu inspirieren und für Wissenschaft zu begeistern. Das heißt, ich krieg meine Sendung wieder? Auf gar keinen Fall. Erst musst du dich erneut bewähren. Wie wär's, wenn du ein paar Museumsführungen übernimmst? Wirklich? Es wäre mir eine Ehre.